Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. FreeSpirit TV ist eines von mehreren Projekten des FreeSpirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das FreeSpirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Das kann man so nicht sagen, weil die Behandlung geht ja 3 Monate. Und was machst du denn da? Und da mache ich ja jeden Tag eine Behandlung. Für jeden Menschen, jeden Tag. Also es sind im Prinzip 90 Behandlungen pro Mensch, die da in 3 Monaten geschehen. Und wie sieht denn so eine Behandlung aus? Was machst du da? Ja, das hängt. Ich muss quasi den Namen desjenigen denken und das Geburtsdatum. In dem Moment verbinde ich mich mit denen und dann löst es bei denen was aus. Durch die energetische Verbindung, durch mein Bewusstsein, wird quasi dann die Heilung in seinem Feld bewirkt. Das kann bei einem mal ganz schnell gehen und bei anderen kann es auch Monate gehen. Heißt das, du denkst gar nichts dabei, sondern du machst nur die Verbindung? Natürlich habe ich dann für mich schon so 3-4 DIN-A4-Blätter, was ich da denke. Also ich denke jetzt nicht irgendwie an Ferrari oder so, wenn ich jetzt an den denke. Naja, wahrscheinlich Informationen auch über die Menschen, die Seelen, die du bearbeitest. Also ich klicke mich ja in dem Moment an sein Feld an und kann dann auch Informationen auslesen von ihm. Das heißt, woher sie kommen, wer sie sind. Was passieren wird hauptsächlich und was passiert ist. Also zu tief gehe ich nicht rein, weil das sonst zu aufwendig wird, die Zahlen. Und das ist ja alles in Zahlenform das meiste oder in Bilderform. Und das wird dann zu viel für mich, weil ich muss das ja verarbeiten. Und ich will mich nicht belasten mit dem, was jeder erlebt hat, weil sonst würde ich kaputt gehen. Ich gucke dann meistens nur den Ist-Zustand, also was er gerade für eine Seele hat oder ob er überhaupt eine hat, wo die Aura geöffnet ist. Und dann lenke ich dort die Energie hin. Und ich habe auch viele Menschen, die mir schreiben und das bestätigen. Ich habe das auch auf eine Uhrzeit festgelegt, immer abends um 21.30 Uhr. Also kontinental unabhängig, immer 21.30 Uhr Ortszeit wird das gemacht. Und da habe ich so viele Feedbacks von Menschen, die mir schreiben, was sie da gespürt haben und was da passiert ist. Also irgendwas muss da schon dran sein. Also du weißt im Prinzip auch nicht genau, wie du das machst, aber es funktioniert und es hilft, oder? Ich weiß schon ganz genau, nur verstehen das die wenigsten. Okay. Ich bin ein Kanal Gottes. Sagen wir mal so, ich habe eine hohe Resonanz zum Göttlichen, weil ich ein hohes Bewusstsein habe, wie alle Indigos. Und je höher ein Indigo ist, da gibt es ja auch wieder mehrere Sparten, desto mehr Resonanz hat er zum Göttlichen, das heißt, desto höher ist der Anschluss zum höheren Selbst. Die Heilung wird quasi geschickt von oben, aus der höheren Dimension, an mich geschickt. Ich bin so eine Relaisstation und durch meine Gedanken leite ich die weiter. Also du verteilst das dann quasi. Ja, ich bin so ein Verteiler. Ja, ja, ja. Genauso machen das die Reptos, die haben einen Zugang zum Satan, nenne ich ihn jetzt mal, zum Oberachon. Und die kriegen von dem den Input und leiten das weiter. Könnte man theoretisch sicher auch messen. Ich habe in meinem Haus, wohnen 2 Reptos unter mir. Und wenn die immer weg sind, schlafe ich immer gut. Und wenn die da sind, brummt es immer. Dann höre ich immer so einen Brummton und kriege Tinnitus. Wenn die im Haus sind, weil die auch eine Relaisstation sind mit der negativen Energie. Die leiten negative Energie an ihr Umfeld und die Indigos leiten positive Energie an ihr Umfeld. Jetzt hast du gesagt, du hättest eine Frau oder Freundin oder Beziehung. Ja, Frau. Wie hält deine Frau das aus? Ja, die ist auch ein Indigo und die ist sehr stark und die hat so viel mitgemacht mit mir. Erstmal früher die ganzen Niederschläge, die ich hatte im Geschäftsleben. Ich war ja nie so richtig lange oben. Ich war ja immer wieder... Sie hat das alles mit dir durchgestanden? Sie hat alles mit mir mitgemacht, weil sie ist zu meiner Verstärkung geschickt worden.
Deswegen ist sie da. Sie ist da zu meiner Unterstützung, sie ist quasi so etwas wie ein inkarnierter Schutzengel. Und sie ist sehr stark und mit ihr kann ich über alles reden. Ohne das wäre es sehr schwer für mich gewesen. Das heißt, sie hat auch nie das Bedürfnis, mal abzuschalten und zu sagen, jetzt hör mal auf, lass uns doch einfach mal nur Menschen sein. Nein, im Gegenteil. Das bin dann eher ich mal, der das zu ihr sagt. Cool, da haben wir 40% Reptiloiden. Dann hast du was von 25. Ah, 25. Dann gibt es noch die Seelenlosen, also die Klone zum Beispiel, oder? Ja, die Reptiloiden sind auch Seelenlose. Ja. Die sind generell seelenlos. Die haben überhaupt keine Anbindung. Die hatten noch keine Seele. Gut. Und dann gibt es ja aber noch die Klone, oder? Ja, Klone. Die Reptos sind eigentlich die Klone. Das, was wir heute als künstliche Intelligenz in der Zukunft bezeichnen, die Menschheit steuert ja darauf hin, künstliche Menschen zu erschaffen, so nämlich quasi so Robotermenschen. Mhm. Wir sind ja im Prinzip in dem Zeitalter, wo wir uns entwickeln, technisch, im Negativen entwickeln, zum Robotermenschen. Mhm. Wobei die ja im Prinzip schon leben, nämlich die Reptiloiden, die leben schon, das sind schon die Robotermenschen. Das heißt, die Zukunft hat uns schon eingeholt, die ist schon hier. Wir haben quasi das Ergebnis schon hier. Aber die wollen uns alle auch noch dazu machen, oder? Mit ja, der Recht, Chips und der Rest der Menschheit, also wenn man jetzt von 100% ausgeht, 25% Reptos, dann sind nochmal 50%, das sind Orion, Mantisse und Plejadier. Und diese Orion, Mantisse sind auch seelenlos. Momentan gibt es auf der Welt 75% seelenlose Menschen. Aber 75. Die Plejadier, die sind doch gut, oder? Die Plejadier, habe ich mich gerade versprochen, die kommen nach den 75%. Okay. Zwischen 75 und 100 kommen dann die Plejadier, die Santiner und dann die kleine Spitze, die Indigos. Mhm. Ich dachte mal, dass es mehr werden an Indigos. Habe ich mich getäuscht? Es kommen jetzt immer mehr Reptos auf die Welt. Gut, vielleicht braucht es auch nicht mehr Indigos. Wenn die so viel Power haben, sind die nicht unterzukriegen. Ja, wie gesagt, die Indigos verteilen die positiven Energien über andere Indigos, die dann wieder und so weiter. Mhm. Und die stecken dann jeden beseelten Mensch an damit und können auch noch kleine Flämmchen zum Leuchten bringen. Es gibt ja auch mehr Handys als Handyantennen. Ja. Handymasten, oder? Ja. Das heißt, die Indigos sind sehr wichtig. Das kann man so sagen, ja. War Jesus in deiner Meinung nach ein Indigo, ja, oder? Ja. War er. Und was ist denn jetzt heute, alle Kinder sind Indigo-Kinder und die ganze Esoterik-Schicht, was hältst du davon? Da geht es nur ums Geld, Aufmerksamkeit, Geld verdienen, da kann man Geld verdienen. Die allerwenigsten Indigo-Kinder, die angepriesen werden, sind Indigo-Kinder. Und die allerwenigsten Spirituellen, die im Internet sich als Indigo preisen, sind Indigos, die allerwenigsten. Und es kann auch keiner feststellen, ob jemand ein Indigo ist. Das behaupte ich jetzt mal, weil diese ganzen Geschäftemacher im Internet, die zwar gut reden können, die rhetorisch gewandt sind und ein Fachwissen, ein spirituelles Fachwissen haben, da schlagere ich manchmal mit den Ohren, was die alles erzählen. Mhm. Im Prinzip ist ja eh unnötig alles. Mhm. Ist alles unnötig. Weil es ist so einfach, spirituell zu werden. Da muss ich kein Fachwissen haben über Chakren und über Karma und über Cell und Des. Ich muss einfach ein besserer Mensch werden. Ja, das andere gehört ja alles zum System. Ja. Das ist ja einfach das Ablenkungssystem für Leute, die mit dem Üblichen nicht mehr ganz zufrieden sind, oder? Ja, da fangen sie die restlichen Seelen ein. Ja. Das ist der Hintergrund. Ja. Also da stimmen wir schon ziemlich gut überein, das freut mich. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn jemand wie ich jetzt über Kollegen spricht oder über die Branche spricht, sollte man auch nicht so tun. Ich habe mich früher oft aufgeregt über Mitbewerber und habe aber nie Namen genannt. Wäre ein leichtes für mich gewesen. Deutlich genug umschrieben, sage ich mal. Ja, mittlerweile sind viele abgefallen von deinen Kollegen. Ja. Es gibt auch nicht mehr viele, wo ich hinfahre, wie zu dir. Gibt es nicht mehr viele. Noch? Ja. Man weiß ja nie. Weiß man nie. Ja. Das stimmt allerdings. Aber es gibt niemanden, wo ich noch hin möchte, weil das Bewusstsein da nicht zusammen harmoniert. Da bleibe ich dann lieber für mich und mache meine eigenen Interviews. Mhm. Okay. Aber denkst du nicht, es besteht eine kleine Gefahr, dass man in die Haltung kommt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich? Natürlich. Schon. Ja, aber ganz sicher. Ja.
Die Gedanken hatte ich auch schon oft, ist ja ganz klar. Man denkt dann, die ganze Welt ist gegen dich, alle sind gegen dich, alle haben sich gegen dich verschworen. Es ist so einfach, dass bei den meisten einfach eine Unwissenheit, eine Unsicherheit eine Rolle spielt und das mehr oder weniger in Angst mündet und dann in Angriff übergeht gegen mich. Aber auch das ist eine Energiesache. Also wenn viele gegen dich gehen, muss es auch wieder einen Grund haben. Ja, natürlich. Meistens ein gutes Zeichen. Und wenn ich polarisiere, offenbar sehr, und jemand hat mir im Kommentar geschrieben, wo ich noch diese gelesen habe, der polarisiert ja mehr wie Merkel und Obama und Clinton zusammen. Was hat der nur das an sich? Dann habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Ich werde ja mehr attackiert wie die. Die haben mich ja... Das ist etwas, was mir aufgefallen ist beim Lesen deines Buches. Einerseits sagst du, wer angegriffen wird, schwingt nieder. Andererseits, wer angegriffen wird, schwingt hoch. Das also, kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil, dass ich das geschrieben habe. Ich glaube, du hast geschrieben, ein Zeichen von Besetzung ist, wenn du ständig angegriffen wirst. Aber hohe Seelen werden ja auch ständig angegriffen. Kann ich das leider nicht bestätigen, dass ich das so geschrieben habe. Vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung. Es ist so, dass je höher du schwingst, desto mehr wirst du angegriffen. Ja. Das ist Fakt. Und wer angreift, ist immer nieder. Ein Angreifer schwingt immer nieder. Wenn ich jetzt auf dich losgehe, dann bin ich schwer besetzt und habe mich nicht mehr unter Kontrolle, weil ich niederschwinge. Das heißt, durch das niedere Schwingen verliert mein Geist die Kontrolle über meinen Verstand. Und dann schwinge ich nieder. Das heißt, müsste also heißen, wer andere angreift, schwingt nieder. Okay. Ja. Und das ist durchaus möglich. Wie soll man aber die Wahrheit sagen, ohne jemanden anzugreifen? Ist gar nicht so einfach. Wenn ich jetzt nur Friede, Freude, Eierkuchen mache auf meiner Website und in meinen Videos und nichts Böses sage und niemanden angreife, dann bewirke ich ja nichts. Also muss ich ja, um die Wahrheit aufzudecken und um andere aufzurütteln, muss ich ja irgendwo angreifen auch. Also ich muss den Finger in die Wunde legen. Das ist vielleicht eine andere, bessere Umschreibung für angreifen. Ja. Weil es ist ja kein Angreifen als solches, sondern ich lege den Finger in die Wunde und sage den Menschen, passt auf, ihr werdet verarscht von vorne bis hinten. Alles, was man euch erzählt hat in der Schule, in den Universitäten, ist alles fake. Das existiert alles nicht, ist Illusion. Es gibt's alles gar nicht. Wir sind nicht mal hier, wir sind nicht mal Körper. Wir sind nur Schwingung. Wir glauben nur, dass wir Körper sind. Wir sind eigentlich Geist, der sich jetzt gerade ausdrückt. Das heißt, ich gucke jetzt als Geist durch diese Augen hier vom Sananda, da gucke ich gerade raus. Aber in Wirklichkeit gibt es mich gar nicht. Aber ist doch ein gutes Werkzeug. Ja, macht Spaß manchmal. Aber es ist natürlich auch, weil ich werde ja viel bestrahlt auch. Ich habe oft Kopfschmerzen durch Bestrahlungen. Und immer, wenn ich zum Beispiel Termine habe wie heute, habe ich 2-3 Wochen vorher intensive Bestrahlungen. Und ich kann die auch teilweise lokalisieren, woher die genau kommen. Manchmal stehen sie neben mir. Ich muss dann die Dimensionstore schließen. Manchmal kommen sie aus dem Spiegel raus, also aus der anderen Dimension. Spiegel habe ich meistens alle abgeklebt. Aber also wir brauchen jetzt gar nicht so im weltlichen Bereich schauen mit den Bestrahlungen. Also die Antennen, die überall sind, und die Elf-Strahlen und Mikrowellenstrahlen, die gibt es natürlich. Und die zerstören ja auch unsere Welt. Aber Leute wie ich, wir werden noch besonders bestrahlt. Das heißt, da stehen dann die Jungs unsichtbar neben dir mit der Strahlewaffe, die gibt es in der 4. Dimension. Und die kann ich manchmal auch sehen. Einmal habe ich einen gesehen, so ein Repto-Boy, wo er neben mir stand, habe nur den hinteren Teil der Waffe gesehen. Und dann habe ich gesehen, wie er erschrocken ist. Weil du ihn gesehen hast, hat er gemerkt. Einmal stand er bei mir am Nachttisch, kriege ich gerade eine Reaktion. Einmal stand er bei mir am Nachttisch, ein Repto, und hat mich gesehen. Und die reagieren ja nicht empathisch oder emotional, die gucken immer gleich blöd. Ja. Ich sage es halt so. Für mich, ich empfinde es so. Andere würden natürlich von der Brücke springen, wenn sie so einen sehen. Ich kann es nur mit Galgenhumor machen. Am Nachttisch stand mal neulich einer, der hatte so eine Rüstung an mit so Punkte, wie so Krokodile haben, so Punkte. Aber es war kein Krokodil, also es war ein Repto mit so einer Rüstung. Und der hat dann gesehen, dass ich ihn gesehen habe, und war er weg. Ja.
Ja. Das heißt also, die Idee, dass du diese Information verbreitest, ist für die vielleicht wirklich gefährlich. Denn je mehr Menschen das glauben könnten und wahrnehmen würden, desto schwieriger wird es für die, uns anzugreifen. Das ist ja genau der Punkt. Deswegen macht man ja Leute wie mich unglaubwürdig. Deswegen bin ich nach 3 Monaten als Geistheiler im Fernsehen in der Schweiz durch den Dreck gezogen worden wie der größte Kindermörder. Mhm. Damit ich unglaubwürdig werde. Damit die Leute mir nichts mehr glauben. Dass sie sagen, das ist ein Betrüger, das ist ein Lügner, das ist ein Scharlatan, das ist ein Geschäftemacher. Mhm. Genau deswegen. Mhm. Wenn ich ein Geschäftemacher wäre, dann würde ich den ganzen Tag nur erzählen, was ich für ein toller Heiler bin. Und hätte sicher 3-mal so viele Klienten. Bestimmt 3-mal so viel. Weil durch meine Aufklärungsarbeit... Ja, aber noch mehr kannst du ja gar nicht. Ja, dann würde ich vielleicht Massenversammlungen machen. Dann würde ich in Stadthalle füllen oder so oder dergleichen. Gruppenheilungen. Ja, könnte ich auch machen, aber es wird immer einen Weg geben, immer. Also es ist eigentlich deutlich, dass es bei dir nicht ums Geld geht, sondern ums Wirken an und für sich. Und das finde ich eine edle Sache. Ich überlege mir die ganze Zeit, was gibt es für eine Möglichkeit, das Leben für dich einfacher zu machen. Gibt es keine Möglichkeit? Nein, wir rätseln auch jeden Tag, weil wir ja ständig bedrängt werden, verfolgt oder mit Lärm bombardiert und mit Gestank. Um mein Haus herum, wo ich wohne, sind jetzt Baustellen ohne Ende. Im Feriendorf, wo ich ab und zu bin, kommt jetzt auch immer öfters eine Motorsäge, die ihren Dienst tut und nachts wird geschossen. Geschossen, bum, 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 8-mal neulich. Also sie bauen überall, wo ich bin, bauen sie was auf. Und das wird auch natürlich weltlich geschieht es über Freimaurer, über Logen, weil die wissen ja, dass sie mich jagen. Das sind auch die, die dann die Verfolgungen organisieren. Und die Freimaurer sind ja auch in den Behörden überall, in den Verwaltungen, bei der Polizei, beim Rote Kreuz. Der Rote Kreuz ist ja der größte Freimaurerverein überhaupt. Das Rote Kreuz ist ja das Templerzeichen. Naja, und sie brauchen natürlich auch die Nahrung besorgen für die Raptors, ja, oder? Die sind der Blutlieferdienst für die Vampire. Ja. Deswegen aber machen die so. Jetzt, das sind die Jenseits vom Mainstream. Jetzt denken die Leute spätestens, die zwei Alten, die spinnen. Die, wo uns angucken, ja, genau. Die wissen, wer wir sind. Das stimmt, aber die anderen jetzt... Die sollen uns kennenlernen. Ja, herzlich willkommen bei Freespirit TV und zueinander. Nein, aber Spaß beiseite. Das verstehst du auch. Ein normaler Mensch würde jetzt denken, also die zwei fantasieren ein bisschen. Aber ich möchte nur an die Zuschauer die Frage stellen, das kann sein, das hätte ich mir vielleicht auch gedacht. Aber stellt euch doch mal die Frage, was wäre, wenn es eben doch stimmen würde? Was für einen Einfluss hätte das auf euer Leben? Wäre es dann notwendig, vielleicht mal was zu verändern? Was würdest du empfehlen, Sananda, dass die Leute am einfachsten und am schnellsten bei sich ändern können, damit die Situation besser wird? Die meisten Menschen können nichts ändern an sich. Die sind gefangen in der Matrix. Super Nachricht. Die werden, ja, tut mir leid, die werden uns angucken und sagen, Spinner, Betrüger, Lügner, alles klar, schalten ab. Schreiben dann Kommentare, so ein Betrüger, so ein Scharlatan und so weiter. Mhm. Das sind dann die dunklen Menschen, die noch nicht erwachten Menschen. Was soll ich dem jetzt sagen? Ich werde den nicht davon überzeugen, dass er mich lieben soll. Geht nicht. Er hat Angst vor mir und diese Angst drückt sich in Hass aus. Hass ist ja nichts anderes wie übersteigerte Angst, die zum Ausdruck kommt. Mhm. Und damit zusammenhängt ja auch die Unwissenheit. Das heißt, die Menschen wissen das gar nicht, die kennen die Wahrheit nicht. Sie kennen ja nur die Wahrheit, die sie im ZDF und SRF und ORF hingeknallt kriegen, wo jeden Tag die runde Kugelerde 1000-mal erscheint. Diese Wahrheit kriegen die Menschen hingeknallt und das ist für sie Realität. Und wir sind außerhalb der Realität für sie. Wir sind Verschwörungstheoretiker, Spinner, Betrüger, Geschäftemacher, was auch immer, Wichtigtuer und so weiter. Die können wir nicht überzeugen. Die beseelten Menschen, die uns zuschauen, die noch eine Seele haben, die gucken uns an und die spüren ganz genau, dass das die Wahrheit ist. Auch wenn sie sich im Moment das nicht vorstellen können und das nicht realisieren können, aber die spüren, das ist die Wahrheit. Die spüren das. Mhm. Und die will ich ja erreichen. Und denen muss ich im Prinzip gar nicht sagen.
sondern die werden schon alleine durch die Stimme von mir, durch die Frequenz, durch das Anschauen von mir kriegen die schon Schub. Das heißt, die steigen schon im Bewusstsein hoch und alleine durchs Anschauen, durch die Stimme, ist ja auch Schwingung, die Stimme. Ja, klar. Erreiche ich die Richtigen? Das ist eine Resonanzsache. Und das will ich ja nur, die Richtigen erreichen. Und die Menschen, aber so durch die Blume hast du schon gesagt, es wäre keine schlechte Sache, noch mehr zu lieben, oder? Ja, du fragst, was kann ich den Menschen empfehlen? Mhm. Wie soll ich jetzt jemandem sagen, er soll mehr lieben? Das zerbreche ich mir schon seit Jahren den Kopf, weil wenn einer keine Liebe in sich hat, wie soll er sie dann lernen? Das geht ja nicht. Genau, aber die, die jetzt zuschauen, die haben sie ja. Sonst er muss sie die in schon sich haben. Er muss die Liebe schon in sich haben, damit er mich versteht. Genau. Damit er mich erkennt. Sonst kann er mich nicht erkennen. Und die Menschen, die noch keine Liebe in sich tragen, die müssen das bitter erfahren und bitter erlernen. Denen kann ich quasi gar nicht helfen. Ich kann nur denen helfen, die eine Resonanz zu mir haben, die sich von mir angesprochen fühlen. Denen kann ich helfen und denen gebe ich den Rat, meine Bücher zu lesen, natürlich. Und meine. Und im Bruno Württemberger seine Bücher zu lesen und nachzuforschen. Anfangen, die Wahrheit zu suchen. Damit fängt es nämlich an, die Wahrheit zu suchen. Und die Wahrheit ist für jeden zugänglich. Im Internet, in Büchern. Jeder findet die Wahrheit. Aber die meisten scheuen sich davor, die Wahrheit zu suchen. Die gehen dann lieber über Sportschau, dann Abendsendung oder Partytime, was auch immer, Verein und so weiter. Ja, sonst können sie ja nicht mehr ruhig schlafen. Nachher. Ablenkungen. Ja. Da ist auch ein weites Feld. Mhm. Alles, was wir erleben, sind Ablenkungen. Die Menschheit soll vom eigentlichen Ich abgelenkt werden. Weil in diesen 75% der Menschen schlummert ja noch ein Funke Gottes, den man zum Erleuchten bringen könnte. Dann würden die einen vielleicht ihre Seele wieder bekommen und die anderen aufsteigen. Und darum bin ich ja da. Das ist genau mein Job, diesen Funke zum Leuchten zu bringen, zur Flamme werden zu lassen, dass sie irgendwann dann zum Indigo aufsteigen können und dann durch die hohe Schwingung dieses Labyrinth Erde, diese Folterkammer Erde, den Gefängnisplaneten Erde verlassen können. Das ist das Ziel des Ganzen. Weil nicht das hier ist unser Leben, sondern unser Leben spielt sich in anderen Dimensionen ab. Wir machen nur einen Ausflug. Wir sind das nicht, die hier sitzen. Oder ich bin das. Ich bin nicht der Oliver Brecht, der hier sitzt. Das ist nur die Erfahrung, die ich gerade mache. Oder Sananda, das ist die Erfahrung, die ich jetzt menschlich mache, um hier Mitteilungen zu machen. Das heißt, es ist kein materieller, sondern ein geistiger Kampf, der stattfindet. Ja, weil wir werden den Prozess da draußen vermutlich nicht mehr stoppen können. Der ist schon zu weit fortgeschritten. Irgendwann gehen Millionen auf die Straße und die Kabale, das heißt die Führer, die Puppen, die hier geführt werden von den Archonten. Also die Merkel und Konsorten. Ja, das sind nur keine Menschen, das sind Dämonen. Das sind Reptiloiden und Dämonen, die haben keine Flamme mehr in sich. Und die werden auch nicht weiterleben. Es gibt also kein unendliches Leben für jeden. Mhm. Da brauchst du eine Seele dazu. Und Dämonen leben auch nicht ewig, die werden irgendwann erlöschen. Die werden irgendwann transformiert und das Bewusstsein gelöscht. Die fangen dann als... Die gehen wieder zurück in die Ursubstanz. Nein, die fangen dann als Steinchen wieder an oder als, ja, wenn sie Glück haben, als Fels. Ja. Aber ohne Erinnerung, ohne Vergangenheit, nichts. Die fangen wieder von vorne an, wenn wir 5 Milliarden Jahre anstehen. Es kommt mir noch was in den Sinn, was ich dich unbedingt fragen wollte, weil du ja so hellsichtig bist und vor allem eben diese Dämonen und Reptiloiden wahrnimmst und siehst. Es gibt eine Theorie, dass die Fernseher, die Handys und die ganzen Geschichten auch dazu da sind, dass diese Dämonen durch die Bildschirme auf Menschen zugreifen können. Wie siehst du das? Hast ja, die springen da raus. Tatsächlich? Ja, also das ist, wenn ich manchmal vor dem Computer sitze, macht es. Computer auch? Ja, Computer auch. Alles, wo elektrischer Strom fließt. Und deswegen wollen ja die Regierungen, dass die Leute Elektroautos fahren. Weil dann sind sie überall greifbar. Bisher ist ja quasi mein Auto noch ein paradiesischer Käfig. Das heißt, da bin ich noch relativ geschützt im Auto, seltsamerweise. Ja. Und sobald ich den Radio anmache, kommen die raus. Also ich höre keine Musik im Auto. Radio an, kommen die raus. Oder rein, besser gesagt.
Über Smartphones kommen sie natürlich ohne Ende und mittlerweile auch über LED-Lampen. Deswegen tauschen sie ja die ganzen Glühbirnen aus weltweit. Oder ich weiß nicht, ob es weltweit ist, aber ich kenne es. Ja, früher oder später sicher. Ja. Also hier in unseren Breitengraden. Strom sparen, ja. Ja, klar. Die LED-Lampen haben nur einen einzigen Sinn. Ist ein Transportmittel. Das heißt, einmal können sie uns bestrahlen über die LED-Lampen. Sie können dort Skalarwellen durchschicken und Mikrowellen und Elfwellen, also niedrig schwingende, schädigende Wellen, elektromagnetische. Und sie können über die LED-Lampen Besetzungen schicken. Es ist quasi wie eine Autobahn. Direkt ins Wohnzimmer, direkt ans Nachttischlämple. Deswegen LED-Lampen. Und deswegen auch Elektroautos, weil da können Sie jeden dann komplett bestrahlen im Auto, können ihn besetzen, können ihn auch künstlich besetzen lassen. Es gibt ja mittlerweile auch künstliche Besetzungen, weil ja die Archonten alles künstlich machen. Deswegen gibt es auch künstliche Besetzungen. Das heißt, sie wollen mir meinen Beruf wegnehmen. Aber ich kann auch die künstlichen Besetzungen wegmachen. Und deswegen auch Elektroautos und Elektromotoren. Es wird eine Zukunft geben, sollte die Erde bestehen, bleiben, wie sie ist, dass wir alle total versklavt sind, die dann noch leben, nicht mehr selber denken können, keine Seele mehr haben und zu 100% manipulierbar sind. Also Bioroboter. Ja, Sklaven. Da sind wir jetzt schon auf dem Weg dazu. Wir kommen langsam zum Schluss, aber das muss ich noch wissen. Sind alle Reptiloiden schlecht? Ja. Wieso gibt es denn sonst im Universum, jede Münze hat zwei Seiten, immer die Dualität und die Polaritäten und bei denen nicht? Was ist der Grund? Das ist eben meine Meinung. Ja. Ich persönlich habe noch keinen positiven Repto kennengelernt. Und jemand, der jetzt zum Beispiel über Themen spricht, die er selber nicht erfahren hat, sondern über Dritte erfahren hat und selber nicht sehen kann, da muss man sich fragen, ja, ich persönlich sehe diese Wesen, ich habe noch keinen positiven Reptor gesehen, noch keinen einzigen. Mhm. Es mag Unterschiede geben, das kann ich jetzt nicht beweisen und es mag sicher Unterschiede geben, dass es jemand Reptors gibt, die ganz eklig sind und welche, die weniger eklig sind und welche, wo vielleicht ganz wenig eklig sind. Das mag es durchaus geben. Mhm. Aber dann wagst du dich eigentlich schon relativ weit hinaus, ja. So für das, was du erlebst mit denen. Ich erinnere mich an die Geschichten von Innererde, die wir mit Christa Jasinski oft besprochen haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht, wie bei den Menschen auch, weißt du, die Anständigen sich eher zurückhalten vielleicht. Ich will das jetzt nicht abstreiten. Ja. Ich will auch niemandem zu nahe treten oder an seiner Aussage zweifeln. Ich kenne jetzt die Inhalte nicht so genau, weil ich mit mir selber genug zu tun habe und ich würde mich freuen, wenn es so wäre, würde ich mich freuen. Vielleicht weiß ich in ein paar Monaten oder ein paar Jahren mehr. Ich persönlich habe noch keinen kennengelernt, keinen guten. Mhm. Also ich kann nur von mir reden und ich habe oft Besuch bei mir in der Wohnung, bei mir sind sie oft. Die ungebetenen Gäste. Ja, zwar nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch genug, auch die Grauen. Wobei ich eins aber noch hinzufügen möchte, dass die Reptos und die Grauen genauso Opfer sind. Sind genauso Opfer. Mhm. Weil sie im Prinzip genauso beherrscht werden von den Archonten und unter denen ihre Fuchtel stehen. Es ist nicht mal ihr eigenes Werk. Insofern haben sie sogar mein Mitgefühl. Weil meine Intuition hat mir schon ein paar Mal gesagt, wenn ein Grauer bei mir war, ich fühle Traurigkeit. Ich fühle nicht mal Aggression bei ihm drin. Ich habe das Gefühl, der will erlöst werden. Und habe ihn dann ins Licht geschickt. Und er war dankbar. Also die sind genauso Sklaven, die sind genauso Opfer. Mhm. Und deswegen möchte ich da ja, das nicht verniedlichen und nicht beschönigen, aber letztendlich sind sie alle Opfer, alle. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt jetzt für deine Arbeit, so wie du sonst wahrgenommen wirst, dass die Leute auch diesen Teil sehen. Du bist ein Forscher, du äußerst dich zwar immer sehr deutlich, aber du bist offen für neue Entdeckungen und du sagst nicht definitiv, es ist so und nicht anders. Das wäre vermessen, ja. Zu sagen, zu behaupten. Ja. Wir entwickeln uns alle weiter und irgendwann habe ich vielleicht noch wieder ganz andere Erkenntnisse, über die ich dann lache, was ich heute gesagt habe, das weiß man nie. Mhm. Wenn du einen Computer kaufst, ist die Software in dem Moment schon veraltet
Und wir bilden uns täglich weiter, wir entwickeln uns täglich weiter. Jeden Tag, den wir neu erleben, haben wir neue Erkenntnisse. Und dann plötzlich, es kommt ja auch immer auf deinen Standpunkt drauf an, auf die Perspektive. Mhm. Okay? Wenn du jetzt einen Ferrari siehst und hast keinen Cent in der Tasche, ist das für dich ein Feindobjekt. Wenn du aber drin sitzt und der gehört dir, siehst du den Ferrari anders. Jetzt um ein plakatives Beispiel zu nennen. Und so, ich sehe natürlich die geistige Welt mit anderen Augen, wie jemand, der das nicht wahrnimmt und nicht sehen kann und nicht fühlen kann. Sehe ich das mit anderen Augen. Mhm. Und wenn ich in die Vogelperspektive gehe und mich von oben betrachte, was ich so von mir gebe, sehe ich mich auch mit anderen Augen. Mhm. Und ich bin dankbar dafür, dass ich mich immer weiterentwickeln kann und nichts ausschließen kann und will. Und zu behaupten, dass ich quasi in allem zu 100% recht hätte, das will ich nicht tun. Ich sage nur, wie ich das sehe, wie ich es erlebe. Und jeder muss sich selber sein Bild machen und selber die Wahrheit suchen. Und dann wird er vieles bestätigt kriegen von mir, was ich so erzähle. Und wenn es tolle Reptos gibt, freut mich das. Dann freue ich mich, wenn ich mal einen kennenlerne, soll mal zu mir kommen. Das heißt, wenn dir oder mir einer von den Freundlichen begegnet, geben wir uns Bescheid. Ja. Dann machen wir ein Interview mit dem. Es gibt auch Menschen, die Reptos sind, also inkarnierte Reptos, jetzt nicht die materialisierten in der Innererde und auch nicht die in der vierten Dimension und höher. Es gibt auch in den höheren Dimensionen noch Wesenheiten, die noch Anteile haben und trotzdem höher schwingen und trotzdem negative Anteile haben. Aber in den menschlichen Reptos, die so rumlaufen, die uns jeden Tag begegnen, gibt es ja auch Unterschiede. Da gibt es einen, der ist Massenmörder, dann gibt es einen, der spuckt jedem vor Füße vor Aggression, und dann gibt es einen, den hörst du und siehst du nicht, der ist sein ganzes Leben ganz ruhig. Ja, der andere ist Moderator beim Fernsehen. Die gibt es auch, ja, sehr viele, die meisten. Und ich sage, die Boshaftigkeit ist nicht überall gleich ausgeprägt. Bei jedem Repto, wo inkarniert ist, da gibt es auch Unterschiede. Aber alle haben sie eins gemeinsam, das sind die niederen Beweggründe, die niederen Absichten. Auch wenn sie Soziales tun zum Beispiel, gerade so Milliardäre und Leute, die jetzt wirklich viel Soziales tun, dann haben sie immer eine niedere Absicht. Mhm. Irgendwas, wo sie einen Vorteil davon haben oder wo sie im Plan irgendwo mitlaufen, nie aus dem Herzen heraus. Ja, so alles berechnet. Ja, eben, das ist das, was sie alle gemeinsam haben. Sie sind berechnet, weil sie keine Seele haben. Und sie haben keine Seele. Siehst du deinen Job als Fluch oder als Segen? Eindeutig als Segen. Trotz der großen Herausforderungen? Ja, das macht mir gar nichts, weil ich weiß ja nur, ich habe dieses Leben hier zu leben in der Materie und dann ist es für mich vorbei. Dann gehe ich zurück und dann fängt die Party erst an für mich. Für mich ist das hier ein Job. Der hat begonnen mit meiner Geburt und endet mit meinem Tod, dieser Job hier, den ich hier tue. Und so sehe ich das mittlerweile. Ich muss da mein Ego zurückstecken. Ich habe auch keine Wünsche mehr oder so, materielle Wünsche. Was sind deine schlechtesten Eigenschaften? Ungeduld und manchmal zu impulsiv. Ja, wenn das schlecht ist. Ja, wahrscheinlich kannst du das gut brauchen, wenn du Angriffe hast, dass du nicht zu lange wartest und wirklich auch gleich reagierst. Ja, Leben hat mich so gemacht und ich bin auch so. Ja. Ich kann mich nicht verstellen, ich bin so, wie ich bin. Ja. Manchmal ein bisschen grob, sage ich mal, ein bisschen wie, eben nicht berechnet. Du sagst ja viele Dinge, wo die Leute dir ankreuzen könnten als negativ. Und du könntest Kundschaft verlieren, aber du sagst es einfach so, wie es aus deinem Herzen kommt. Es ist mir wurscht, was ich verliere oder gewinne. Ich muss meinen Job machen. Das heißt, ich habe diesen Drang, das zu tun, ohne zu überlegen, was könnte ich jetzt mehr verdienen, weniger verdienen, bla bla bla. Das interessiert mich nicht. Mhm. Mir geht so und so gut. Für mich wird immer gesorgt sein. Ich werde immer zum Essen haben, zum Wohnen haben und ich werde beschützt von der Gesundheit, dass ich das alles überlebe, durch die Bestrahlungsattacken und so weiter. Mein einziger Wunsch, den ich habe, ist, dass ich so viele Menschen wie möglich noch mitnehmen kann auf meiner Reise. Das ist der einzige Wunsch, wo ich habe. Und ansonsten stecke ich einfach zurück und versuche, diese Angriffe und Erniedrigungen und Attacken so gut es geht zu ertragen.
Also ein Leben im Dienste am Nächsten. Ja, so kann man es ausdrücken, ja. Sananda, wir kommen zum Schluss. Du weißt, wir haben immer so Satzanfänge am Schluss vorbereitet, die man spontan, das fällt dir sicher nicht schwer, einfach vollenden kann. Hättest du Lust, das mitzuspielen? Ja, klar. Bist du ready? Was? Bist du bereit? Ja, ja, ja. Heilung bedeutet? Heilung bedeutet Bewusstsein erlangen. Gott ist? Überall, jederzeit. Dämonen sind? Nur von kurzer Dauer. Jesus ist? Immer und ewig. Aufgestiegene Meister sind? Alle unter uns. Esoterik ist? Dunkel. Wenn ich könnte, würde ich? Würde ich die Welt verändern. Und sie dann wieder so machen, wie sie ist. Ich würde niemals meine Seele verkaufen. Ich bin? Der ich bin. Das Leben ist? Das Leben ist schön. Liebe ist? Liebe ist das Einzige, was bleibt. So, und jetzt stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, als du bist ja ein Verteiler, du hast jetzt die Möglichkeit, eine einzige Botschaft dafür aber an die gesamte Menschheit richten zu können. Was würdest du ihnen mitgeben? Wie wäre die Botschaft an die Welt von dir? Ja, ich würde den Menschen sagen, sie sollen sich nicht mehr verarschen lassen von den Leuten, von den Politikern, von den Mainstream-Medien, von den Lehrern, von den Universitätsprofessoren, von den Klimaforschern, von allen, die uns in den Medien täglich irgendwas erzählen. Ich würde den Leuten sagen, geht hin, sucht nach der Wahrheit. Sucht die Wahrheit und dann werdet ihr euch selber finden, wer ihr wirklich seid, warum ihr hier auf der Erde seid, dass ihr alles göttliche Wesen seid, die hier momentan total im Nebel leben und nicht die geringste Ahnung haben, warum sie hier auf der Welt leben. Ich würde den Menschen sagen, sucht nach der Wahrheit und ihr werdet euch selber finden. Ja, liebe Zuschauer, ein besseres Schlusswort fällt auch mir nicht ein. Vielen Dank fürs Mitdabeisein und viel Spaß beim Weiterforschen. Und vielleicht sehen wir uns wieder, wenn es zum nächsten Mal heißt, herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender weit jenseits des Mainstreams. Vielen Dank.